Wie ist jetzt die Stimmung so kurz vorm Fotoshooting? Ja, also die Stimmung heute Morgen, die war bei mir tatsächlich irgendwie sehr mäßig. Ich habe zu wenig geschlafen und ich bin totaler Morgenmuffel. Aber jetzt, wo ich so schön zurechtgemacht werde und so viele Leute an mir rumwerkeln, geht es mir wieder gut. Sie sehen auch großartig aus. Was tun Sie so, ich sag mal, im Alltag für sich, um gut auszusehen? Also ich habe eben schon mal erwähnt, dass ich sehr, sehr, sehr faule Sau bin, was Sport angeht tatsächlich. Also ich mache eigentlich weniger Sport, als ich möchte. Und ich bin auch ein totales Fressschweinchen. Also ich war jetzt die letzten Wochen so oft beim All You Can Eat mit meinen Mädels und hatte mir eigentlich vorgenommen, wenn ich zwischen so schönen Frauen stehe, dass ich jetzt vor dem Shooting ein bisschen abnehme, habe ich nicht geschafft. Ich habe zugenommen. Schade. Es wird trotzdem klappen. Es ist ja ein Fotoshooting für die Venus, eine riesige Erotikmesse. Wie wichtig ist Erotik für Sie? Also ich habe mich schon immer ganz gerne sexy gekleidet und auch meine Bühnenoutfits waren immer ein bisschen extravaganter als die anderen. Sehr kurz und knapp, so dass meine Mama immer die Augen verdreht hat. Und sogar meine kleine Schwester, die erst 12 ist, immer sagt, Sarah, zieh dir doch mal etwas an. Ja, jeder so, wie er möchte, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, dass man sich auch sexy präsentieren kann, wenn man selbstbewusst ist und zu seinem Körper steht. Und ich bin jetzt kein typisches Magermodel, aber ich bin halt der Meinung, dass man auch, wenn man irgendwie ein paar Kurven hat, dass man einfach, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, dass man auch gut aus erotisch sich präsentieren darf. Könnten Sie sich auch mehr im Erotikbereich vorstellen? Keine Ahnung, Filme drehen? Also ich könnte mir niemals vorstellen, Porno zu drehen oder beziehungsweise Filmchen zu drehen und dafür bezahlt zu werden, weil ich einfach, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich so ein bisschen wie so ein Pinguin. Also ich kann das nicht beschreiben, aber die wechselnden Partner, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Erotisch posieren gerne. Ich habe gesagt, ich werde mich auch nicht nackt machen, definitiv nur für den Playboy. Das war das einzige Mal, wo ich mich wirklich komplett nackt präsentiert habe. Würde ich auch gerne noch mal eine Kampagne 2 starten. Jederzeit, aber für alle anderen Formate tatsächlich sexy, ja, komplett unbekleidet für mich, nein.